herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Team Sonic Racing. Schön, dass ihr wieder am Start seid, am heutigen Tag. So. Jetzt, sorry Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir starten direkt rein, weil ich bin mal wieder ein bisschen hier im Aufnahmestress, dies, das und jenes, aber heute ist es brutalst. Aber ja, schauen wir uns mal an. Dieses Rennen steht uns als nächstes bevor. Ich nehme mal Sonic, weil mit Sonic war es im gestrigen Part ja sehr gut. Also, was sagt's denn, dass ich das nicht heute zufällig wieder bin? Und das ist dann das Fazit davon. Das sind nützliche Informationen. Jetzt müssen wir uns nur den nächsten Schritt überlegen. Hey, was ist denn hier los? Was schleicht ihr zwei flüsternd herum? Ihr seid doch nicht mal im selben Team. Oh, hey, Knuckles. Wir sprechen gerade nur über, übers Wetter. Ist sonnig. Da, fertig. Übrigens, wo steckt denn der Rest von deiner Detektei, Vector? Espio und Charmy, warum seid ihr nicht ein Team? Ich, bin freiberuflich hier. Ja, genau. Will ein bisschen was dazu verdienen. Okay, aber merkt ihr, ich beobachte dich. Keine krummen Dinge. Okay, das hört sich ja sehr interessant an. Bin mal gespannt, was uns hier heute erwarten wird. In dem Überlebensrennen. Hört sich ja sehr spannend an hier. Überleben. Ich habe keine Ahnung, ob ich da heute überleben werde. Ich werde aber definitiv mein Bestes probieren. Und dann sehen wir, ob es funktioniert. So. Let's go. Ja, den Part hier seht ihr heute am Montag voraussichtlich schon um 15 Uhr. Gab es eine kleine Upload-Umstellung. Heute kommt der bis kein, dass ich craftet wollt, sondern eben Team Sonic Racing. Nämlich heute drei Parts, damit die wieder drin sind. Denn ich habe ja gestern den Part 7 veröffentlicht. Und heute kommt Part 8, 9 und 10. Damit ab morgen wieder zwei Parte kommen können, dass die gratis halt ist, wisst ihr Bescheid. Einfach um ein paar Parte nachzuholen, die ich verpasst habe. Heißt, ab morgen kommt dann quasi Part 11 und 12. Heute kommt eben Part 8, 9 und 10. Deshalb heute so krass viel Team Sonic Racing gespamme. Und deshalb, scheiße ey, kommt heute auch kein Jurassic Crafted World. Kommt aber morgen wieder. So. Währenddessen fragen uns alles, was hier eigentlich gerade abgeht. Wieso ich gerade so verdammt schlecht bin. Ja, es geht eigentlich. Ja, sicher. Sicher. Ist klar. Naja, wenn ich mit irgendwelchen Sachen getroffen werde, ist ja klar, dass hier da, der Safthahn einfach am Überlaufen ist. Was soll man doch anderes erwarten? Eieiei, ey, das ist ja. Ja, wie gesagt, Leute, ich bin gerade im Aufnahmestress pur. Es ist echt unglaublich, jeden Tag so wieder zu bringen, aber ich will es durchziehen. Und ich habe da auch eine gute Möglichkeit gefunden, meiner Meinung nach, das jetzt alles durchziehen zu können. Dass das sich relativ bald verringert mit dem Aufnahmestress. Muss aber in dieses Team erstmal reinkommen und das dauert halt seine Zeit. In dem Fall ein paar Runden. Und da hatte ich gerade Glück, denn alle, die irgendwie 7. und 8. sind oder so, werden ausgeschlossen. Man muss sie einfach möglichst weit vorne sein, bis zum Ende der Runde. Das ist das Prinzip eines Überlebensrennen. Hätte wer gedacht, keiner, ne, ist klar. Aber so läuft halt hier der Hase. Überlebensrennen. Gibt es in Mario Kart 8 Deluxe, glaube ich, gar nichts. Kenne ich doch von alten Sonic-Spielen. Finde ich eine nice Idee. Hab ein bisschen immer gefragt, was hätte das nicht in Mario Kart 8 oder so drin haben. Deshalb finde ich das Spiel ja auch so krass, weil es hier einfach Ideen gibt, die es noch nie in einem Mario Kart gab. So männlich in der Form. Und die finde ich auch noch saugeil umgesetzt. Deshalb macht dieses Spiel meiner Meinung nach wirklich ernsthafte Konkurrenz zum Mario Kart Titel. Weil die Story Mode wirklich cool ist und das ist einfach etwas, das hat man in einem Mario Kart nicht. Und so, jetzt mache ich auch mal hier meinen Ober. Was? Ja, nee, ist klar. Wie schon in alles in der Welt war das gerade möglich, dass ich da rausgekugelt bin und dann direkt dann natürlich meinen ganzen schönen super Power-Gedöns weg habe, ist klar. Ey, ich zeig's doch sowas von an hier. Ich fühle mich da dezent verarscht. So,
Noch ein Problem, ich darf nicht verkacken, sonst bin ich schlecht. Aber als Zweiter in die letzte Runde ist, denke ich mal, schaffbar. Hier sind wieder einige mehr ausgeschlossen. Jetzt in der dritten Runde wird es nämlich langsam eskritisch. Und hier zeigt es jetzt, wer letztes überleben wird in diesem Überlebensrennen. Ich hoffe, dass es ich sein werde. Man weiß es aber nicht. Ja, weil die anderen kommen ja auch relativ krass hier ran. Super, super Power bis vorne. Unnötigerweise richtig übelst hart verbraucht. Das war unnötig von mir, das weiß ich auch. Ich jetzt so Hashtag einfach hinnehmen und nicht gegen die Bande knallen. Ah, nein, nein, nein. Out, 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 out. Subidi, dubidi. So. Das heißt eben, heute um 16 Uhr, liebe Leute, kommt der nächste Part zum Team Sonic Racing. Vielleicht erst 17 Uhr, je nachdem, wie ich es schaffe, weil ich ja heute Nacht das Hula aufnehmen und ich halt wieder langes Hula habe. Also wahrscheinlich eher 17 Uhr, aber spätestens dann kommt der... Ja, ist klar! Ist klar! So kurz vor dem Ziel einfach eins drauf gewesen noch. Nee. Ja, auch den Scheißbomb. Ja. Ist... Ich glaube, ihr hackt's. Ich glaube, ihr hackt's, Eier. Sag ja, wieso bleibst du jetzt auch noch stehen, du Scheißhaufen? Nee, ich find das hier nicht geil. Okay, weiter geht noch. Schnell, David. Oh. Scheiße war das Glück. Puh. Wenn wir insgesamt jetzt noch weiter geworden sind, was nice. Aber wie gesagt, ich kann für mein Team nichts und. Ich glaube, du hast ein Geheimnis vor uns. Stimmt das? Vielleicht ein bisschen. Ich arbeite an etwas. Schon verstanden. Mehr muss ich nicht wissen. Du erzählst es mir, wenn die Zeit reif ist. Genau das werde ich tun, Sonic. Super. Jetzt lass uns ein weiteres Rennen gewinnen. So, dann sollen wir mal weiter und yay, wir haben es in das nächste hier freigeschaltet. Vielleicht sogar schon in die nächste Welt, wenn das so krass ist, dann, na, wir werden es mal sehen. Oh, wir haben ein neues Team freigeschaltet und damit auch eine neue Welt. Genau, besser gesagt, neues Kapitel, denn das Kapitel 3. Damit geht es allerdings erst, oh, man fängt wieder dran machen, im nächsten Part weiter. Okay, dieser Part ist mit 8 Minuten erst lässerhaft, aber Leute, dafür kommt er in der Stunde zum nächsten Part. Dafür kommen halt 3 Parte, aber wenn wir jetzt schon ein Kapitel beendet haben, finde ich es auch einen guten Zeitpunkt, dort den Part zu beenden. Deshalb ist das ein lachhafter, kurzer Part, ich gebe es dir zu, aber wie gesagt, der nächste Part kommt in der Stunde, dementsprechend ist doch auch gut. Das war's mit dem Part, haut's rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao!